Hannes Weniger begrüße ich bei mir und Peter Schöttli bei zwei Sportdirektoren. Vielleicht gleich die erste Frage. Bislang gefällt es Ihnen wie gut? Ich glaube, dass die Zuseher hier im Stadion vor den Fernsehschirmen ein sehr attraktives Spiel sehen mit einer verdienten Führung. Peter Schöttl ist da möglicherweise ein bisschen anderer Meinung? Also mir persönlich hat es nicht besonders gut gefallen. Die Führung vom GRK ist allerdings verdient. Alles klar, wir haben einige Szenen, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Ich spreche da gleich die erste Szene an in der 8. Minute. Eine Szene für Rapid. Wir haben hier auf dem Monitor für Sie das vorbereitet. Ein Eckball von Hoffmann, Kopfball dann von René Wagner und ein super Reflex von Schranz. Hannes Weniger, eine Szene, die das Rapid-Herz höher schlagen lässt, aber wahrscheinlich das GRK-Herz ein bisschen tiefer rutschen. Naja, es war so, dass die Zuordnung nicht gestimmt hat und der Andi mit einem hervorragenden Reflex diesen Ball gehalten hat. Peter Schöttl, für Sie zu diesem Zeitpunkt noch alles in Ordnung? Ja, es waren die ersten 20 Minuten, waren überhaupt nicht viel los. Es war, glaube ich, der einzige Torschuss und erst dann hat der GRK das Kommando übernommen. Die nächste Szene, die wir uns anschauen wollen, kommt aus der 24. Minute. Eine Szene für den GRK, da haben wir sie auch schon. Im Strafraum das Ganze. Ramusch fällt, hier Jasic dabei für die beiden Herren. Elfmeter, nicht Elfmeter, Herr Weniger. Das ist schwer zu sagen von hier, aber ich glaube, dass der Schiedsrichter richtig entschieden hat in dieser Situation. Wenn man jetzt genauer hinsieht, glaube ich, geht der Didi Ramusch in den Gegner hinein und so gesehen hat der Schiedsrichter richtig entschieden. Peter Schöttl, dieser Meinung auch? Nein, definitiv kein Elfmeter für mich. Alles klar, die nächste Szene aus der 27. Minute im anderen Strafraum. Eman hält Kinas oder hält ihn nicht, Herr Weniger? Na, ich glaube, dass es genauso wie in der vorherigen Situation gewesen ist. Der Toni hinten, ja, ein bisschen gibt es einen Körperkontakt. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, wenn man genauer hinsieht. Aber ich glaube nicht, dass er bleibt dann mit der Hand weg und folgedessen lässt sich der Roman Kinas dann fallen. Und ich glaube, er hat auch in dieser Situation richtig entschieden. Peter Schöttl, die linke Hand von Eman bei Kinas. Ja, war schon relativ weit oben. Also im Spiel selber hätte ich geglaubt, dass er sich fallen lassen hat. Es ist ein Kontakt gewesen, aber muss man nicht unbedingt gehen. Die zwei noch heißeren Szenen in diesem Spiel. Eine aus der 37. Minute. Das Tor zum 1:0 wollen wir uns natürlich auch noch einmal anschauen. Eine sehr schöne Kombination, Hannes Weniger. Ein super Angriff. Entscheidend war, als René Auf aus dem Mittelfeld den Ball bekommen hat, dass er sofort Tempo und Druck gemacht hat. Dollinger hinterläuft, dadurch wird der Raum frei. Und Rolli Kohlmann ganz alleine vor Elke Bayer und er hatte keine Chance in dieser Situation. Peter Schöttl, was ist falsch gelaufen in dieser Szene? Naja, einiges. Also Aufhauser darf man nicht so laufen lassen, da waren er schon so nah bei uns am 16. Ist auch dann nachher hat die Zuordnung nicht gepasst, aber sie haben sehr schön ausgespielt und war ein schönes Tor. Gut, eine Szene haben wir noch, eine für Rapid sehr betrübliche Szene, nämlich aus der 38. Minute die rote Karte gegen Feldhofer, hier haben wir es schon. Ein Ellbogencheck. Peter Schöttl, was sagen Sie? Ja, was soll ich dazu sagen? Also er schwächt uns, wir sind 1:0 hinten. Wir spielen mit einem Mann weniger und jetzt wird es natürlich doppelt schwierig für uns. Entscheidung des Schiedsrichters geht aber für Sie natürlich in Ordnung. Ja, sieht jeder, dass das in Ordnung geht. Alles klar, Hannes Weniger, wir haben für Sie auch noch eine Szene vorbereitet, von der Sie noch nichts wissen. Die war nämlich nicht in diesem Spiel. Eine Szene aus vergangenen Tagen, es ist schon einige Zeit her. In der Sendung Hoppala wurde sie des Öfteren gespielt. Wir haben etwas für Sie vorbereitet. 1-2-X aus vergangenen Tagen. Bromwich gegen Charlton, Tipp 1. Ein Auswärtserfolg, glaube ich, wäre da eher. Sie haben 2. War ein Fehler von ihm. Entschuldige. Macht nichts. Das war jetzt meine gute Ansicht. Ja. Braucht ihr nichts. Sorry. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Das ist ich glaube nicht, dass wir damit fertig werden. Gut ist. Ich glaube nicht. Aber bleiben wir dabei, wir spielen schon, aber ich habe keine Betreibheit, aber ich glaube nicht. Okay, Herr Flott, klar. Lecce gegen Lazio Rom. Wieder ein X. Sie haben jetzt schon 4 X getippt. Ist ja nicht möglich. Aber ich halte das nicht aus. Ich habe ein Loch gehabt. Jetzt wird es gefährlich. Ich soll das Zeichen geben, ich glaube nicht. Nicht lachen. Nicht lachen, bitte. Ich glaube nicht. Tipp X, Torwette 0:0. Das ist
Eines weniger. Wir haben gesehen, Sie sind ein Experte in Sachen Ergebnistippen. Deswegen natürlich jetzt auch noch die Frage, wie geht's aus? Ja, ich hoffe, dass wir diesen Vorsprung noch ausbauen können. Es wird aber trotzdem noch gefährliche 45 Minuten auf uns und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Peter Schöttl, ein Ergebnistipp ohne Versprecher? Ich hoffe, dass wir zumindest den Ausgleich noch schaffen. Wir sind ein Mann weniger, es wird sicher sehr schwer. Danke, die beiden Herren. Eine schöne zweite Hälfte auch für Sie.